Hi Leute und herzlich willkommen zu meinem allerletzten Video im Jahr 2015. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil dieses Video etwas persönlicher ist als meine sonstigen Videos. Ich möchte euch einfach so ein paar Ratschläge mit auf den Weg geben für das neue Jahr und hoffe, dass ich euch damit vielleicht irgendwie ein bisschen helfen kann. Wenn ihr gerne sowas hören wollt und mit mir ein bisschen in den Kommentaren darüber reden wollt, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr dran bleibt. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr meinen Kanal auch kostenlos für mehr Videos abonnieren. Darüber freue ich mich natürlich auch sehr. Aber ich würde sagen, ich starte jetzt einfach mal mit meinem Video und wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Die allererste Sache, die ich euch mit auf den Weg geben wollte, hat was mit den Jahresvorsätzen zu tun, die fast jeder von uns schon mal am Ende eines Jahres gemacht hat. Immer nimmt man sich vor, im nächsten Jahr werde ich viel fleißiger in der Schule sein, ich werde auf meine Ernährung achten, ich nehme mein Leben komplett neu in die Hand. Und was passiert dann? Spätestens im Februar lassen wir alle unsere Vorsätze sausen, wir halten uns überhaupt nicht mehr daran und verlieren uns sozusagen im ganz normalen Leben und vergessen eigentlich das, was wir uns vorgenommen haben. Aber ich muss einfach dazu sagen, das ist menschlich und deshalb ist mein allererster Tipp: Setzt euch keine Vorsätze. Wenn es etwas in eurem Leben gibt, was ihr ändern wollt, dann ändert es jetzt sofort und wartet nicht darauf, bis das neue Jahr beginnt, um es irgendwie anzugehen. Und dann fällt es euch auch einfach leichter, das durchzuziehen, weil ihr euch eben nicht gesagt habt, so, neues Jahr, ich mache jetzt das, das und das, sondern ihr habt euch einfach ein Ziel gesetzt, aber ihr müsst es nicht in diesem Jahr verwirklichen. Ihr könnt es Schritt für Schritt machen und es vielleicht in 2 Jahren zu Ende bringen. Aber die Hauptsache ist, ihr fangt jetzt an und wartet nicht auf irgendein Datum oder auf irgendeinen Anbruch, um damit beginnen zu können. Die zweite Sache schließt so ein bisschen daran an, und zwar setzt euch bei euren Zielen nicht zu sehr unter Druck. Wenn ihr euch vornehmt, besser in der Schule zu sein, dann macht eben kleine Schritte, versucht euch erstmal in einem Fach zu verbessern, bevor ihr euch das Ziel setzt, nur Einsen auf dem Zeugnis zu haben. Das sind Ziele, die sind nicht möglich, denn wir wollen ja auch irgendwo noch unser Leben genießen und uns nicht zu sehr auf irgendwelche Vorschriften konzentrieren, denn sonst wird man einfach unglücklich. Ich kenne das selber von mir. Man wird unglücklich, Freunde merken das, haben gar keine Lust mehr, was mit einem zu machen. Und deshalb ist mein zweiter Tipp, setzt euch nicht zu sehr unter Druck, denn das bewirkt meist das Gegenteil von dem, was ihr eigentlich erreichen wollt. Die dritte Sache finde ich fast mit am wichtigsten, aber ich finde, es gibt so viele Menschen, die das Ganze vergessen. Und zwar ist mein nächster Tipp, sich auf das Positive in eurem Leben zu konzentrieren und zu fokussieren. Denn meist geben wir uns mit Menschen ab oder mit Dingen ab, die uns nicht glücklich machen und werden deshalb selber unglücklich. Seid froh über die Dinge, die ihr habt, egal wie klein sie sein mögen, aber am Ende des Tages zählt es einfach, dass ihr aus diesen kleinen Dingen eure Energie schöpft, und glaubt mir, es ist ein so viel besseres und cooleres Gefühl, wenn man wirklich versucht, das Positive zu sehen. Und glaubt mir, Leute, ich bin selber ein Mensch. Wenn bei mir eine Sache nicht so läuft, wie ich es haben will, ja, ich bin so ein kleiner Planungsfreak, dann denke ich mir immer, boah, scheiß Tag, alles ist scheiße, das Leben ist scheiße. Paar Stunden später, wenn ich wieder so mit meinem ganz normalen Kopf drüber nachdenke, wird mir klar, okay, warum hast du so krass übertrieben? Es ist doch gar nicht so schlimm, was passiert ist. Deswegen schätzt das, was ihr habt, fokussiert euch auf die kleinen positiven Dinge und glaubt mir, euer ganzes Leben wird deshalb auch positiver sein. Und mein letzter Tipp ist eigentlich total simpel und auch ein bisschen kitschig, und wahrscheinlich denkt ihr jetzt, okay, die dreht völlig am Rad, aber ich wollte euch einfach mit auf den Weg geben: Verbreitet Liebe anstatt Hass, denn es tut so gut, über sich selbst hinauszuwachsen. Es gibt auch in meinem Leben Situationen, wo ich vielleicht Person XY gerne sagen würde, du bist scheiße, du bist hässlich und du kannst gar nichts und geh weg. Aber es bringt nichts. Ihr stimmt euch negativ, dann seid ihr negativ zu euren Personen, also zu den Menschen in eurem Umfeld. Und letztendlich hat es keinem was gebracht, und der Person, der ihr es gesagt habt, hat es am wenigsten was gebracht. Deswegen bitte verbreitet einfach Liebe, seid nett oder versucht es zu sein. Natürlich klappt es nicht immer, weil wir alle nur Menschen sind und weil wir uns einfach manchmal mehr von unseren Emotionen leiten lassen, anstatt von unserem Verstand. Das ist auch völlig in Ordnung, aber versucht diesen
Hass aus euch zu streichen. Wenn ihr nett seid, kommt die Nettigkeit zu euch zurück und das tut einfach gut und macht euch zu einem glücklicheren Menschen. So, das wär's mit meinem Video. Ich weiß, das Ganze klang ein bisschen kitschig vielleicht und ein bisschen, weiß ich nicht, Lebensweisheiten von Anna. Aber ich wollte euch das einfach mitgeben, weil mir in letzter Zeit viel negative Energie aufgefallen ist, sowohl generell um mich herum als auch im Internet. Und deswegen wollte ich euch das so ein bisschen als Ratschlag für das neue Jahr mitgeben. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wenn ja, dann könnt ihr mir das ja gerne mit einem Daumen nach oben zeigen. Darüber freue ich mich. Ja, was bleibt jetzt noch zu sagen? Ich wünsche euch einen richtig guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich hoffe, wir sehen uns im neuen Jahr. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich weiterhin unterstützen würdet. Und ich wollte mich bei jedem bedanken, der das die ganze Zeit schon über gemacht hat. Danke an euch, Leute. Ihr seid großartig. Und bevor ich jetzt hier komplett emotional werde, ich glaube, ihr könnt das jetzt auch schon nicht mehr hören, wünsche ich euch einen wunderbaren Tag. Und ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Also, ciao!